meine Lieben. Ich habe heute mal ein bisschen was anderes für euch und zwar eine kleine Inspiration, um einfach dran zu bleiben, immer weiter zu üben, wenn es ans Handlettering oder ans Malen und Zeichnen geht. Ich dachte mir, ich teile einfach ein paar Bilder mit euch und erzähle euch ein bisschen was dazu. Und ich bekomme von euch immer ganz viele Fragen, wie ich Handlettering gelernt habe oder wie ich Malen gelernt habe. Und es ist ganz schön schwierig, dazu eine Antwort zu geben, weil ich schon immer gemalt habe und auch schon immer meine Schriftart so verändert habe, wie ich gerade Lust darauf hatte oder meine Stimmung hat meine Schriftart verändert. Und während der Schulzeit habe ich meine Schrift von groß und schnörkelig zu klein und schlicht und immer wieder verändert. Und ich habe schon lange, bevor ich das Wort Handlettering überhaupt kannte, so viele Schriftarten getestet, einfach immer ausprobiert, was mir gefallen hat, dass ich nicht sagen kann, wann ich genau Handlettering gelernt habe. Und genauso ist es auch beim Malen. Wir können Erinnerungen oder Momente durch Bilder einfangen. Zum Beispiel können wir Fotos machen und den Moment uns immer wieder anschauen. Aber wenn wir einen Moment malen oder ein Bild malen, dann sagt es mehr aus als nur ein Foto, finde ich. Zum Beispiel erinnern wir uns an Gerüche und die versetzen uns dann wieder in eine fast vergessene Situation zurück. Oder wir erinnern uns an das Gefühl, das wir empfunden haben in der Situation. Aber Fotos können das ja nicht einfangen. Und ich finde, wenn wir malen, dann können wir zumindest das Gefühl einfangen. Denn immer wenn wir malen, dann gehört auch immer etwas Gefühl dazu. Egal, ob wir ein Bild, eine Zeichnung, eine Skizze oder eine Malerei machen. Also wenn ihr schreiben oder malen üben wollt, dann nehmt euch doch einfach mal ein Zeichenbuch in die Hand und malt, was ihr seht. Und danach könnt ihr vielleicht malen, was euch in den Sinn kommt und vielleicht danach, was ihr fühlt. Ich habe in letzter Zeit sehr oft ein Buch einfach immer mit mir und wenn ich mich gerade danach fühle, dann fange ich einfach an zu zeichnen. Egal, ob ich gerade nur einen Bleistift oder einen Kuli dabei habe. Geht einfach mal raus, setzt euch in den Park und zeichnet irgendetwas, was ihr gerade seht. Oder zeichnet ein Familienmitglied oder einen Freund oder eine Freundin, egal ob es danach aussieht wie die Person. Übung macht den Meister. Und genauso ist es auch beim Handlettering. Der Schwung und der Flow kommt, wenn man nicht mehr so verkrampft versucht, genau das zu machen, wie es ein Übungsheft vorschreibt oder wie es eine tolle Künstlerin, die wir bewundern, macht, sondern wenn wir den Kopf einfach frei haben und loslegen. Natürlich könnt ihr euch Inspirationen suchen, das mache ich auch so, aber verkrampft euch nicht zu sehr darauf, was andere machen, sondern vertraut auf das, was ihr könnt. Und wie gesagt, Übung macht den Meister.